Another place and time without a great divide, and we could be flying deadly. Leute, nicht nur, dass hier die beiden besten Mannschaften der bisherigen Bundesliga-Saison aufeinandertreffen, nee, beide sind auch international noch dabei, wir in der Champions League, der FC Schalke 04 in der Europa League, da gegen Real Sociedad San Sebastian. Wir haben die Partien gegen den FC Basel. Das 1:0 fällt in der ersten Minute, hätte ich so nicht erwartet. Blitzstart von unseren Jungs, Strodig, weiter Ball. Nach vorne einfach mal gekloppt auf Timo Werner. Sead Kolasinac, der weiß überhaupt nicht wohin. Und Benoit Costil im Tor kann da nichts machen. Diesen Lupfer, den er da kassiert, das war schon wirklich ganz, ganz fein. Und normalerweise kommt ja immer erst die Konzentration ganz am Anfang von mir, die ich da reinschmeiße. Das brauchen wir heute nicht. Da kann ich sofort super sagen. Heftig. Natürlich ist es keine Garantie, dass dieses Spiel jetzt hier so weiterläuft. Ich habe es eben gesagt, Schalke steht nicht umsonst auf Platz 2 der Liga und auch europäisch haben sie da wirklich Duftmarken hinterlassen. Ich bin gespannt, wie heute Manuel Fohr das Ganze angehen wird. Also sein Debüt, was er gefeiert hat, sein Startelf-Debüt am letzten Wochenende gegen Hannover, das war ja wirklich wahnsinnig gut. Toll Note abgeholt und heute dann zu Hause das erste Mal von Beginn an und das gleich gegen so einen starken Gegner. Die nächste Möglichkeit. Schalke hatte vorhin eine Ecke. Das konnte man sehr, sehr gut klären über Lukas Engelke, weil Marvin Ducksch dann ein bisschen geschoben hat. Der gute Papa von Schalke im defensiven Mittelfeld, das war ja damals auch schon eine Idee von uns gewesen, als wir den mit Nürnberg verpflichtet hatten. Nächste Möglichkeit. Diesmal Volland über links, ist schneller als ein Kontrahent, spitzelt das Ding vors Tor, Kolarov passt auf. Und möchte da ein bisschen mehr Intensität seitens seiner Mitspieler haben. Eckball Jordan. Kolasinac gegen Werner hält ihn fest. Na, da hätte man durchaus auf den Punkt zeigen können. Jetzt haben wir in England angerufen, die sollen uns mal eine Wolke rüberschicken. Jetzt pisst es nämlich hier wie Sau. Konzentration nochmal rein. Das ist wichtig, jetzt auf die veränderten Bodenverhältnisse sich anpassen zu können. Guckt mal auf die Noten. Das ist wieder sehr gut, was vormacht mit einer 2,5. Aber auch hinten in der Abwehr, das sieht super aus. Strodig als Verknüpfungspunkt da hinten in der 2,5. Und Timo endlich mal wieder mit einem Tor. Nicht nur das, sondern auch mit einer tollen Leistung. Also beides sehr gut verknüpft. Kevin Prince Boateng, klasse gemacht. Aus 24 Metern einfach mal draufgeschossen. Der hat sich das sofort zu Herzen genommen, dass sich hier die Verhältnisse gewechselt haben. Möglichkeit wieder über eine Ecke, die dritte im Spiel. Dominik Jordan wurde ja sehr gelobt für seine Standardsituation. Diesmal, ja, fast mit dem Tor, aber nicht, weil wir das so toll gemacht hätten, sondern weil Michael Groth von Schalke hier verrückt spielt. Trifft die Latte seines Tores und erschreckt damit seinen Keeper, aber ganz ordentlich. Gibt's hier Kapselriss, irgendwas Bescheuertes kommt in jedem Spiel. Kapselriss Knie. Das ist jetzt Käse, dass ich ihn warm laufen lasse. Hätte ich wieder von Anfang an machen müssen. Das bringt nämlich jetzt gar nichts. Ja, wir haben hier einen auf der Bank sitzen, natürlich mit Sirre. Nur, mir wäre es lieber gewesen, man hätte jetzt nicht schon wieder die Innenverteidigung hier auseinanderreißen müssen. Hat eine Note 2 gehabt, sein Kollege Engelke 2,5. Das kommt eben nicht von ungefähr, dass wir so sicher stehen. Das ist einfach ein Top-Duo. Das ist wie damals Rio Ferdinand, Nemanja Vidic bei Manchester United. Zum Beispiel. Ich würde sagen, neben Subotic Mats Hummels bei Dortmund. Das ist eben ein Optimalfall, wenn du eine Innenverteidigung hast, die beide Qualität haben und die sich einspielen können. Und das nicht nur über Wochen, sondern Monate, Jahre. Und das können wir eben auch liefern. Nur zur Zeit wird es immer wieder auseinandergerissen. Und dann hast du Engelke mit einer Blessur und dann ist der wieder da, dann fällt Kempf aus und immer wieder. Als ob die sich da absprechen würden. So von wegen die nette Krankenschwester in der Reha. Dann eine Woche Engelke, eine Woche Kempf, dann wieder Engelke. Wahnsinn, was da passiert. Aber wir können es kompensieren. Man stellt sich jetzt einfach mal vor, eine Mannschaft. Ich nehme jetzt mal Paderborn als Beispiel. Wenn da einer ausfällt wie gegen Spitzenspieler, der sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft, dann gucken die eben blöd aus der Wäsche. Wir nicht. Ein Anthony Sirre mit einer Stärke 78. Da würde
dieser Mannschaft sich eben die Hände nachlecken, so einen reinbringen zu können. Ne? Der wäre bei denen sowas von Stammspieler. Die Halbzeitansprache mit 1-0 sind wir reingegangen. Natürlich haben jetzt die letzten paar Minuten sind sehr dominiert worden von dieser Verletzung. Wir kommen weiter, habe ich vor dem Spiel gesagt, 100%. Das scheint momentan zu funktionieren. Von den Chancen her darf man Schalke nicht unterschätzen. Ich sage deswegen mal weiter so. Engelke loben wir als Abwehrchef hinten. Malöp vor kann ich auch loben. Da hängt noch ein bisschen das Selbstvertrauen hinterher. 2,5 ist super. Afdiay hat sehr gut angefangen, hat dann stark nachgelassen. Jochen Salzen hat man noch gar nicht gesehen. Mr. 96. Wie er jetzt ja inoffiziell heißt. Und ich denke, ja, Volland können wir auch noch machen. Dann haben wir alle 5. 58 von 100. Also wir bleiben momentan im gelben Bereich kleben. Massagen. Dominik Jordan, Anthony Jung. Und dann sehe ich 290er. Das sind Volland und Vor. Kann ich da irgendwas wechseln? Ich glaube ja, Vasiljevic habe ich dabei. Für entweder Vor oder Volland. Das kann man ja dann drehen und wenden, wie man möchte. Für Afdiay, ja gut, der hat eine 95. Ach komm ey, was laber ich hier rum? Der Vor, der wurde glaube ich bis jetzt noch nie massiert. Zumindest nicht in der ersten Mannschaft. Dann bekommt ihr heute mal die kalten Hände ab. Des Masseurs. Es sei denn, er ist am anderen Ufer. Dann sind sie nicht kalt, aber gut. Wechseln werden wir natürlich jetzt nicht in der Halbzeit. Da wir ja einen schon verbrauchen mussten. Alle warm laufen lassen, Konzentration, zweite Halbzeit. Und dann, glaube ich, fehlen uns nur noch 45 Minuten, um hier schon wieder das Halbfinale klar zu machen. Oder mehr. Kann ja sein. Kann ja sein, dass wir hier noch 30 extra Minuten nachhängen müssen. Vielleicht sogar plus ein Elfer schießen. Was man ja so gerne Lotterie nennt. Das ist auch so. Gute Chance jetzt für uns, nachdem Schalke das hier eröffnet hat. Weiter Schlag nach vorne. Schon wieder Strodig findet sein Ziel. Donis Afdiay nimmt den Ball mit Kolasinac, hat den nicht unter Kontrolle. Muss ihn ziehen lassen. Und Kostil kommt nicht dran, aber muss auch nicht. Der Ball ist ganz, ganz dicht am Tor vorbei. Ich sag weiter so, die nächste Welle rollt nämlich schon wieder. Michiel Groth, was hat denn der heute gefressen? Erst köpft er die Latte an, jetzt schießt er den eigenen Mann hier um. Jochen Salz bekommt den Ball, kann ihn aber nicht einschieben. Kolasinac, da bin ich geistesgegenwärtig, schmeißt er sich dazwischen. 56. Minute, Dominik Jordan bringt die vierte Ecke rein. Und die ist im Tor. Schönes Ding, Timo Werner verlängert es. Das ist genau das, was ich immer sage. Die Ecken nicht lang reinschlagen, möglichst dann kurz und da kommt immer einer hin. Jochen Seitz befördert den Ball hier ins Tor. Damit 2-0 für unsere Mannschaft. Und jetzt läuft's doch. Anthony Sirre führt sich mit einer 1,0 hier ein. Malöl vor, schießt Kolarov an, holt den Eckball raus. Die Chance kommt. Ich glaube, wir werden vorne was machen. Timo Werner geht raus, dafür kommt Luka Waldschmidt nach diesem Eckschluss hier. 57. Das wäre dann Wechsel Nummer 2. Den dritten, da werde ich warten. Denn es kann immer mal passieren, dass Schalke hier noch 2 Tore macht. Das ist erstens Pokal, zweitens ist eine Spitzenmannschaft. Wenn wir oben auf den Ball gucken, der ist rot bei uns. Bei Schalke ist er weiß. Also nach wie vor wir hier am Drücker. Mal vorher jetzt mit der gelben Karte. Nimmt den Ball mit der Hand mit. Kann passieren. Er hat eine 3,0. Das ist besser als Volland auf der anderen Seite. Es ist für seine Verhältnisse, der hat ja noch keine Bindung oder wenig zur Mannschaft, ist es wirklich super. Santi Cazorla für Island Ferus, wenn man gar nicht mitbekommen, der es überhaupt gespielt hat. Unser Ex-Akteur auf der Rechtsaußenposition. 4,5 hat er als Note hier bekommen. Ich denke, Özkan Yildirim, ich kann das jetzt doch wechseln. Strodig nehme ich jetzt auch raus da hinten und bringe dafür unseren Captain rein. Der sollte sogar eine Note bekommen, wenn es, ja, das passt. Das passt. 69. perfekter Zeitpunkt. Und der Bug hat mich auch nicht genervt. Ne, das haben wir ja gegen Stuttgart gesehen. Hier funktioniert alles bestens. Johannes Geis auch gleich mit der ersten Möglichkeit. 20 Meter. Kostil ist die Sicht verdeckt. Bekommt ihn aber dennoch zumindest so abgelenkt, dass er zur Ecke rausfliegt. Und das ist jetzt wieder ein Fall für Geis. Kostil spielt verrückt, läuft unterm Ball durch. Faustet dann Kolasinac weg, Jochen Seitz. Muss lachen, kann deswegen den Ball nicht unterbringen. Leute, Leute, was für Möglichkeiten. Wir können uns kurz mal die Statistiken hier angucken im Spiel. Schalke findet nicht statt.
in dieser zweiten Halbzeit. Die haben nur 4 kleine Möglichkeiten insgesamt herausspielen können. Die nächste Welle rollt. Also zurzeit ist es wirklich eine Dampflokomotive. Steam Train, wie man das auf Englisch nennt. Die hier über alle Gegner drüber fährt. Heftig. Johannes Geis, 7. Ecke im Spiel. 7 Ecken, also quasi jede 10 Minuten eine. Luca Waldschmidt verlängert. Das ist das gleiche Tor wie vorhin. Nur diesmal ist der Vorbereiter ein anderer. Nämlich nicht mehr Timo Werner, sondern Luca Waldschmidt. Und Jochen Seitz macht sein zweites Tor. Wir können hier die Kontrolle übernehmen. Also so wie das hier momentan läuft, ist es einfach gigantisch, möchte ich mal sagen. Und da werden natürlich dann auch wieder Stimmen laut werden, die dementsprechend abzielen, dass die Gegner fehlen. Wenn du den Tabellenzweiten der Liga nachweislich mit einer tollen Saison hier, den FC Schalke 04, im eigenen Stadion so abledern kannst, in dem Pokal-Viertelfinale, also dann sind wir schon wirklich sehr, sehr weit. Und was ich damit sagen wollte, das neue Let's Play, was ja dann erstmal am Wochenende laufen soll, das steht kurz bevor. Ich habe die Datenbank jetzt eingebaut. Ich habe sie auch schon probiert. Ich habe schon so ein bisschen was im Kopf, was ich gerne machen möchte. Und dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich demnächst in Kürze ein Video rauskloppen, infomäßig, wo ich euch dann mal die Vereine vorstelle und wo ihr die dann irgendwo auch dann auswählen könnt. Und ja, der mit den meisten Stimmen, der wird's dann. 85. Minute mittlerweile. Ich kann hier über nicht relevante Themen dieses Spiels hier plaudern, weil der FC Schalke 04 einfach nichts macht. Ne? Da kommt gar nichts. Jetzt fahre ich wieder für eine Minute hier den Einsatz runter, hätte ich nur schenken können. Nee, also die nächste Chance, die letzte, die kommt nochmal, Anthony Jung. Machen wir sogar vielleicht noch das vierte. Schaufel den ruhenden Ball in den Fünferraum. Afdiyai setzt den Körper ein, kann den Ball aber nicht richtig treffen, fehlt das Gehäuse knapp. Aber unser Zehner hat wieder ein super Spiel abgeliefert mit einer 1,5. Wir sehen hier geniale Noten. Und das meine ich jetzt nicht nur die, die am Platz stehen, sondern auch die, die ausgewechselt wurden. Im Kollektiv eine 2. Kempf, Strodig, Werner, 2,0. Und wenn er jetzt mal hier drauf guckt, die komplette Offensive vorne. Afdiyai, Seitz, Walsch mit 1,5. Geis reingekommen. Sofort wieder die Initiative übernommen mit einer 1-0, genau wie Serie, der eingewechselt wurde. Heftig. Und da fällt mir nichts ein. Da fällt mir wirklich nichts ein. Wir gucken uns die anderen Partien an und dann bin ich gespannt auf die Auslosung. Bis gleich. Leute, die Mannschaft, man würde sie wahrscheinlich in einem Märchen mit dem bösen Wolf klassifizieren. Also die frisst ja alles. Die ist sowas von hinterhältig. Und ich kann das teilweise wirklich noch gar nicht glauben, dass wir das wirklich so durchziehen konnten damals. Ihr wisst, was ich meine. Wir hatten ja immer schon den Vorsatz, mit jungen Spielern zu arbeiten. Aber anfangs hatten wir zumindest mit Matuschka, mit dem guten Tusche, der jetzt Sportdirektor ist, noch eine Leitfigur auf dem Platz. Und das ist ja jetzt schon seit Ewigkeiten weggefallen. Die Spieler, die jetzt am Platz stehen, sind natürlich alle älter geworden. Aber es sind ja immer noch nicht unbedingt jetzt so die Erfahrenen, wie man sie nennen könnte. Ne, der Johannes Geis, der unser Captain ist, der reinkommt, der ist ja auch erst 23, 24 in dem Alter. Vom Sturm muss man nicht sprechen, vom Zehner muss man nicht reden, von der Abwehr, vom Torwart. Ja, und ich würde fast behaupten, das Experiment damals, was wir angegangen haben, das war erfolgreich. Ohne große Transfers wirklich da eine funktionierende Mannschaft aufzubauen, die auf lange Sicht wirklich um Titel mitspielen kann. Jetzt haben wir die Bundesliga dominiert mit 10 Punkten Vorsprung vom Zweiten, vor eben Schalke. Jetzt haben wir die im Pokal-Viertelfinale zu Hause mit 13 weggeschickt. Das hätte hier ein 5-6-0 werden können. Kolasinac, gruselig mit einer 6,0. Hövedes 5. Das sind Führungsspieler. Vor allen Dingen Hövedes natürlich für Schalke. Um Gottes Willen, Islam Feroz mit einer 4,5. Unser Ex-Akteur. Die Mannsprachen haben funktioniert. Wir kommen weiter. Und wie wir weitergekommen sind. Also ich bin mir relativ sicher, dass Schalke hier auch bei noch kommenden 90 Minuten kein Tor gemacht hätte. Das war ja sowas von harmlos. Santi Cazorla ist auch ein Mann mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Klasse. Mit einer 5 kommt er hier rein. Wir gucken auf die Statistik. Anthony Sirre, Spieler des Spiels, der Ersatzmann für Marc-Oliver Kempf. Das war ja schon in der 29. Also der musste sozusagen hier ein 2/3 des Spiels noch agieren. Und das hat er sehr gut gemacht neben Engelke. Müssen wir gar nicht viel drauf gucken, das haben wir ja alles gesehen. 61% Ballbesitz.
Da haben wir die Ergebnisse. 4 Partien, die anderen 3 Hannover mit der Überraschung. Tatsache, ich hätte es ja nicht erwartet. Mit 2:1 triumphieren die in München. Martinez trifft zwar für die Bayern, das war der zwischenzeitliche Ausgleich, aber das 2. Tor von Maximilian Barton, der 80. hat das ganze Ding dann entschieden. Nürnberg mit einem Kampf, zumindest bis zur Halbzeit, da war es noch relativ knapp mit 1:2. Da schien alles möglich zu sein, aber dann durch das Tor von Johan Gürkyf in der 62. Dortmund mit dem 3:1, das war's. Letzte halbe Stunde ist dann so runtergeplätschert. Und Dortmund mit dem 3:1 damit im Halbfinale. Heidenheim trifft zwar gegen St. Pauli, das war auch zwischenzeitlich der Ausgleich, aber Lennarty, 64. Minute, macht hiermit also den Halbfinaleinzug der Hamburger perfekt. Und das können wir uns gleich angucken, wer denn unser Gegner wird. Dortmund, Hannover oder St. Pauli. Das sind bis auf Dortmund jetzt nicht die Kracher, na, wie man erwartet hätte. Bayern raus, Schalke natürlich raus aufgrund des Spiels heute. Und die ganzen anderen, Leverkusen, Stuttgart, Wolfsburg, die sind auch schon längst weg. Die stimmen heute. Stefan Heinz, der arme Schalker Coach, das war zu wenig. RB Leipzig war heute die bessere Mannschaft. Glückwunsch an den Sieger. Ja, vielen Dank. Ne, fair, die Gratulation hier. Und meine Wenigkeit, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und gleich versucht, den Gegner unter Druck zu setzen und haben das auch fast 90 Minuten geschafft. Der einzige Vorwurf, den ich machen kann, ich bin ein Korinthenkacker, dass wir ein paar Tore zu wenig geschossen haben. Jetzt pfeift hier meine Teekanne. Ja, man kann ja an allem irgendwo ein Haar in der Suppe finden, wenn man möchte. Aber das war, glaube ich, fast eins der besten Saisonspiele, die wir gemacht haben. Ne, in der Phase, dem Konkurrenten in der Meisterschaft so einen mitgegeben, gleichzeitig aus dem Pokal rausgeschmissen. Das könnte noch einen Dämpfer geben. Bayern ist auch raus aus dem Pokal. Also die beiden Verfolger, die hinter uns sind in der Liga, müssen jetzt hier kleine Brötchen backen. Denn es ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, national noch was zu holen. International spielen ja beide auch noch mit. Die besten Spieler. Der Jochen ist jetzt ganz vorne. Çalhanoğlu kann ja nicht mehr. Der bleibt bei seinen 6 Toren. Niederlechner ist raus. Martinez ist raus. Und alles, was dahinter ist, ist auch raus. Simon Zoller mit 4 Toren. Timo Werner haben wir hier noch. Barton. Die könnten noch. Die könnten ihn noch verdrängen. Da oben. Aber ansonsten glaube ich, dass es für Jochen hier der inoffizielle Titel des Torschützenkönigs des Pokals sein könnte, was ja Timo schon zweimal gewonnen hat. Luca Waldschmidt. 4 Spiele, 2,5. Sehr gut. Aber das ist noch nicht alles. Guckt euch mal das hier unten an. Das ist mal wieder diese Merkwürdigkeit dieser Noten hier. Ne? 4 Spiele, gut, das ist klar. 3 Spiele, 2,33. Aber warum steht denn der Likomitros über Johannes Geis? Ich weiß es nicht. Gut, von den Spielen ist klar, aber von der Note her müsste er ja im Prinzip vorne stehen. Zusammen mit Wendt, mit Suha. Und Alma müsste noch drüber stehen. Und hier die ganzen sowieso, ne? Seitz, Afti, ja, die 1,33, ja, meine Güte. So, lassen wir das mal hinter uns, gucken uns das hier an. Es ist eine Woche, die wir verzichten müssen auf Marc-Oliver Kempf. Wenn ich jetzt gerade gesehen habe, wie Sire das gespielt hat, dann habe ich da keinen Bammel, dass es funktionieren wird. In der nächsten Partie. Ich weiß gar nicht, St. Pauli oder irgendwie, den spielen wir jetzt. Müssten wir nochmal genau drauf gucken. Ich dachte, es wäre länger. Kapselriss. Vor allem im Knie, das ist ja auch so ein Bewegungsapparat, der nicht unwichtig ist. Und da gibt es noch die schlimmere Sachen, die im Knie kaputt gehen können. Patellasehne oder natürlich auch das Kreuzband. Lars Stindl für Dortmund verletzt, auch eine Woche. Diekmeyer für Bayern. Muss uns nicht stören, wir können die Woche mal starten. Und natürlich da erstmal die Auslosung, klar. Wie kam ich auf St. Pauli? Ich weiß nicht, vielleicht weil die weitergekommen sind. Lassen es natürlich durchlaufen, klare Sache, St. Pauli. Das wäre schon ein Glückslos, wenn wir das bekommen könnten. Nee, wir haben Dortmund. Und man kann damit eigentlich fast schon sicher sagen, egal wer da weiterkommen wird beim Spiel St. Pauli-Hannover, da ist der Europapokalplatz schon sicher. Denn entweder Dortmund oder wir werden hier einziehen. Nach Berlin ins Olympiastadion zum Pokalfinale. Und wir müssten, wenn wir uns jetzt nicht komplett dumm anstellen und irgendwie, keine Ahnung, hier die Pest heimsucht, dass 3/4 der Mannschaft dahin gerafft werden. Zumindest ja die Champions League Europapokal sichern. Das ist jetzt sehr, sehr defensiv ausgedrückt. Wahnsinnig tief gestapelt. Da muss man fast schon ein Loch buddeln. So tief stapeln tue ich hier. Und Dortmund sieht auch gut aus, ne? Auf der Position 4 hinter den Bayern.
Das freut mich. Also, dass auch mal Mannschaften wieder wie Köln dieses Jahr, ne, die Möglichkeit haben, wo es nicht so oft eben dazu kommt, europäische Luft zu schnuppern und sich da natürlich auch weiterzuentwickeln. Ich habe Quatsch erzählt, wie komme ich auf St. Pauli? Natürlich Bremen. Bremen haben wir zu Hause. Also das heißt, wir müssen nicht weit fahren. Und die Werderaner, die werden das natürlich gesehen haben, wie wir hier aufgelaufen sind. Da haben wir nochmal die Tabelle. Na, Dortmund mit 42 Punkten, das sind 9 auf Leverkusen Vorsprung. Das glaube ich auch nicht, dass das noch daneben gehen sollte. Und für Hannover, da ist natürlich noch eine Chance da, das so eventuell zu reißen. Über die Punkte, 7 Punkte Differenz. Aber wenn man das übers Pokalfinale schaffen kann, dann ist es natürlich umso leichter, umso schöner. St. Pauli, wo sind die denn überhaupt? Hier, Platz 8. Wird schwimmen im Aufstieg, sind 6 Punkte, weil die oben auch ziemlich konstant sind und sind sehr viele Mannschaften da, die um den Aufstieg mitspielen. Und dann als Pokalfinalist, das setzt natürlich dann irgendwo auch Energien frei. Darauf müssen sie hinarbeiten. Ist natürlich für den Zweitligisten auch nicht immer einfach, wenn du auf 2 Hochzeiten tanzt. Auf 3 sowieso schon mal gar nicht, ne? Das könnte natürlich die nächste Saison dann zeigen. Tja, das Phänomen Werder Bremen, das gibt's ja eigentlich nur noch hier im Let's Play. In der Wirklichkeit, genauso wie Hamburg, laufen die ja seit Jahren den Ansprüchen hinterher. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es eine ganz gute Mannschaft. So die Eindrücke, die ich jetzt habe aus dem Saisonbeginn, dass der Dutt mit wenig Möglichkeiten da doch irgendwas geformt hat. So ein Mannschaftszusammenhalt, das spürt man irgendwo. Und das haben wir ja schon öfters gesehen, dass sowas dann auch wenn die Qualität nicht so hoch ist wie bei manchen anderen Bundesligisten, dass man darüber eben das Ganze kompensieren kann. Also da würde ich mich freuen. Ich bin ja auch schon in Bremen gewesen, damals Champions League gegen Barcelona. Das war schon eine klasse Stimmung. Und ich glaube, die haben es auch verdient, die Fans, die jetzt so lange schon warten mussten, auf europäischen Fußball und natürlich auch auf Erfolgsphasen. Aber das ist ja nicht der Bremer einzige Last, ne? Da gibt es so viele Mannschaften in Deutschland, auf die das zutreffen würde, wo es einfach mal wieder an der Zeit wäre, erfolgreich sein zu können.